Und herzlich willkommen zu meinem Mittwochsvideo und vor allem herzlich willkommen zu meinem 200. Video. Und ich weiß nicht, wieso ich jetzt diese zwei Finger hochgehoben habe und vor allem zweimal, weil das wäre dann 400, aber egal. Wir haben erst 200 Videos und das ist es heute. Naja, dieses Video ist jetzt mein 200. Und ich dachte, ich erzähle euch jetzt eine kleine Kleinigkeit. Und vor allem möchte ich euch zwei Sachen jetzt sagen, nämlich folgendes. Es gibt jetzt die nächste Zeit einfach kein Querdenker-Quiz, weil, naja, halt so. Ich kann euch nicht sagen, wieso, aber es ist jetzt halt so. Und ich finde auch, wenn ich jetzt jedes Mal, wenn ich jetzt weiterhin auch über den Sommer diese Querdenker-Quizzes mache, dann gehen die mir aus. Und das wäre etwas schade. Also kommen die erst wieder ab dem Winter. Und ja. Die zweite Sache ist, über den Sommer werde ich auch nicht so viele Themen haben, sondern ich werde euch mehr so Geschichten zum Berichten erzählen. Und ja, gut, dann hätten wir das damit. Und ich könnte euch jetzt heute erzählen, worum es heute geht. Nämlich um Folgendes, weil heute habe ich mal ein Thema vom Start. Also besser gesagt, möchte ich euch so ein bisschen ein Update zu mir geben. Und vor allem ein Update zum Thema Sommer und mir. Und ja. Wie ihr vielleicht jetzt schon an den ersten Worten meines Videos gemerkt habt, ich bin einfach furchtbar lustlos. Ich bin zurzeit so müde und habe einfach gerade überhaupt auf gar nichts Lust. Ich habe irgendwie immer das Gefühl, ich habe 1000 Dinge zu erledigen, bekomme dann 3 Sachen geschafft und die 3 auch nur halbwegs gut. Das ist wirklich so ein bisschen langsam traurig. Ich schlafe sehr. Also zurzeit ist mein Schlafrhythmus, ich gehe so zwischen 5 und 7 gehe ich ins Bett. Also meistens gehe ich um 5 Uhr ins Bett, weil dann ist meistens Sonnenaufgang und dann kann ich eh nicht mehr lange wach bleiben. Und dann schaue ich mir noch bis 7 irgendwelche schrägen Videos auf meinem iPod an oder irgend solche Sachen oder höre Musik oder irgend sowas, um mich noch ein bisschen zu beschäftigen. Manchmal schreibe ich auch Tagebuch. Und ja. Und dann stehe ich meistens so zwischen 15 und 16 Uhr auf und fühle mich immer noch total gerädert, weil egal wie viel ich schlafe, durch die allein ein Sonnenstrahl reicht gefühlt aus und der ganze Schlaf der Nacht ist wieder futsch. Ja, das nächste ist, ich habe gerade, was ich so für mich bemerkt habe, ist, ich rede gerade, bin echt extrem maulfaul. Um es mal ganz ehrlich zu sagen, ich habe gerade ein sehr geringes Sozialbedürfnis, also noch geringer als sonst, aber mir reicht es gerade wirklich so, mit meiner Mama ein bisschen reden, zweimal 2 Termine in der Woche und dann dafür, und dann einfach, und dann der Rest der Woche 3 Tage, nee, warte, eigentlich sind es nicht mal 3, es sind 5 Tage in der Woche, dann so gut wie gar keine Sozialkontakte haben. Das reicht mir gerade völlig aus. Und manchmal, wenn ich gerade auch Leute treffe, habe ich so diese furchtbare Angewohnheit, im Prinzip immer nur zu antworten mit, ja, kann sein, weiß nicht, Sommer, mir ist zu hell, na, Kopfschmerzen, im Prinzip. Und daraus gestalte ich dann eine ganze Unterhaltung. Das, ja, das ist gerade meine Kunstfertigkeit aus so gut wie nichts sagen, eine ganze Unterhaltung umzuformen. Was gibt es noch zu erzählen? Ach ja, diese SIM-Karten-Geschichte, das wollte ich euch ja beim nächsten Update erzählen. Das ist ja jetzt mein nächstes Update, also es hat geklappt. Das Abo ist gekündigt. Für alle, die es nicht mitbekommen haben, verlinke ich hier in der Infokarte, die jetzt ungefähr da, wo dieses komische Bild da hängt, ist, einfach mal das Video, in dem ich über die Geschichte rede, dann könnt ihr euch das angucken, dann versteht ihr, was ich jetzt gerade, wozu das Update war. Und es hat mir kein Geld abgezogen, es ist alles gut gegangen und hui. Allerdings bin ich auch nicht viel vernünftiger geworden und mache immer noch manchmal Mist. Ja. Aber inzwischen ist es dann eher solche Sachen wie, ich esse zu viele Chili Cheese Nuggets und wundere mich dann, warum ich Bauchweh habe. Ja.
Was gibt's noch zu erzählen? Ich esse gerade unglaublich gerne Cornetto-Eis. Ich weiß auch nicht, wo es herkommt, aber ich habe gerade so, am liebsten würde ich mich gerade ernähren, nur von Cornetto-Eis und Chili-Cheese-Nuggets. Also wenn es nach mir geht, könnte ich gerade nichts anderes zum Essen. Jeder Ernährungswissenschaftler dreht sich jetzt um und denkt sich, oh nein. Aber ist eben gerade so. Ich bin jemand, ich bin immer so ein Esser nach dem, was mein Körper braucht oder was mir gerade gut tut. Ja, das war gerade Prinzessin Isbeth, die hier neben mir rumhüpft. Und ja, zu der gibt es auch ein Update. Sie hat jetzt inzwischen zu lange Krallen und muss jetzt irgendwann die nächste Zeit zum Tierarzt, um sich die Krallen schneiden zu lassen. Weil meine Mutter und ich uns beide nicht trauen, dem Hasen die Krallen zu schneiden. Und sie jetzt schon, wenn sie über Parkett oder sowas läuft, dann kleppert es richtig. Wie wenn man so, wenn wir High Heels tragen, kleppert es jetzt bei ihr. Oh Gott, das muss ich das wissen. Ja. Was gibt's noch zu erzählen? Ja, ich bin gerade sehr viel am einfach nur in der Ecke rumliegen und nichts tun. Also mein Tag sieht ungefähr so aus. Der ganze Tag, während die Sonne scheint, im Eck liegen und ja, nichts tun und hoffen, dass die Sonnenstrahlen nicht mich erwischen. Meistens dann noch mich selbst verfluchen, weil ich immer, also ihr müsst wissen, mein Zimmer ist direkt gegenüber von einem anderen Zimmer, wo dann immer die Sonne direkt reinscheint. Und meistens, wenn ich das latsche ich am Morgen in das Zimmer rein, vergiss dann aber die Tür zuzumachen und dann kriege ich volle Kanne, auch wenn ich nur auf dem Bett rumliege, diese Sonnenstrahlen ab und frage mich, warum ist denn mein Zimmer so hell, obwohl ich den Rollladen unten habe. Oh Gott. Ja, das ist echt nicht schön. Ja, was kann ich noch sagen? Ich bin zurzeit extrem verpeilt. Also, wenn ich es schaffe, 5 Dinge hintereinander zu machen und dabei noch eines zu beenden, dann schreien wirklich schon alle in der Familie, Halleluja, das Mädchen hat es zu Ende gebracht. Und ich mache auch gerade viele Sachen, Arbeitsprojekte über 2 Tage. Zum Beispiel mein Abendessen für morgen muss ich auf 2 Teile aufteilen, damit ich es geregelt bekomme. Und ja. Zurzeit ist es auch so, dass meine Mutter sehr viel für mich einkauft und Sachen macht, weil ich eben, wie gesagt, nicht vor die Tür kann und viele Dinge, die ich draußen mache, kann ich eben, die ich sonst machen würde, kann ich gerade nicht machen, weil es mir zu hell ist. Und ja, zum Thema Hitze, also ich finde es persönlich, ich weiß jetzt nicht, wie es andere sehen, aber ich finde es überhaupt nicht heiß diesen Sommer. Ich tendiere eher sogar so ein bisschen zu frieren. Außer nachts, da finde ich es dann irgendwie auch warm. Aber das ist irgendwie, werden jetzt die meisten sagen, mit meinem Thermostat stimmt was nicht. Aber wahrscheinlich ist es so, dass ich es nachts warm finde, weil nachts bin ich dann am Werkeln und machen und tun und kleppern und überhaupt sind, da kommt dann Leben in das Mädchen und dann ist mir natürlich wahrscheinlich in der Nacht wärmer. Ja, was fällt mir noch ein, euch zu erzählen? Tja, ich habe jetzt übrigens zu meiner Prepaid-Karte von der Kreissparkasse, jetzt auch eine von der Volksbank. Und sobald ich dann etwas mehr Erfahrung und mehr über diese Karten euch sagen kann, würde ich euch mal ein Vergleichsvideo zu denen machen. Und ja. Zum Thema, letztes Mal habe ich euch ja erzählt, dass ich eine Bastelarbeit plane zu machen. Also das schieben wir dann übrigens auf dieses Winterhalbjahr. Es tut mir leid. Ich habe gerade nicht die Energie, um Bastelsachen zu machen und sowas. Und ja, wartet mal ganz kurz. Ja, was kann ich noch erzählen? Sie hier ist gerade total verschmust, aber sie liegt auch viel nur rum, was wahrscheinlich daran liegt, dass sie Pelz trinkt. Sie sollte sich schämen, man trägt keinen Pelz. Ja, ich weiß, der Witz war schlecht. Ich zahle nachher meinen schlechten Witzekuh, keine Sorge. Ja, und sonst gibt es eigentlich gerade bei mir nicht viel zu erzählen. Mein Alltag besteht ja nur aus Rumhängen. Gelegentlich treffen Leute mich. Aber letzteres passiert eher seltener.
Und ja, ich würde sagen, das reicht für diese Woche. Und ich wünsche euch jetzt auf jeden Fall noch eine wunderschöne Woche. Wir sehen uns am Freitag wieder, wahrscheinlich mit einer Geschichte zum Berichten. Ja, schreibt mir gerne mal in die Kommentare, was ihr so gerade die letzte Zeit macht, was bei euch so im Sommer los ist. Ihr könnt mir auch gerne schreiben auf Twitter oder Facebook oder eine E-Mail an diebell.readmyoutlook.com. Ich wünsche euch jetzt noch eine wunderschöne Zeit. Bis bald. Tschüss.